Heute gibt es ein Inspirationsvideo zum Thema Winterpullis. Der Pullover kommt eigentlich aus der Arbeitskleidung, ging dann über den Sport in unseren Kleiderschrank und mittlerweile hat jeder von uns irgendeinen Pullover im Kleiderschrank und es gibt mittlerweile auch sehr viele Variationen und heute spreche ich darüber, welche Variation man im Winter am besten anziehen kann. By the way, alle Pullover verlinke ich euch wie immer logischerweise auch unten in der Box. Schaut da gerne vorbei und lasst euch inspirieren. Starten wir mit dem ersten Pullover und zwar ein Zip-Pullover. Finde ich richtig cool, sind gerade sehr angesagt, kann man auch sehr geil kombinieren. Übrigens, der Zip-Pullover stammt von einem Seemannspullover ab. Der Seemannspullover wurde damals aus richtig schöner Wolle gestrickt, damit er schön warm hält, hat einen kurzen Zipper und halt einen klassischen Herrenkragen. Gewöhnlich trägt man den Pullover meistens offen, aber wenn es im Winter mal kalt wird, kann man den Zipper auch zumachen und dann ist der Hals auch schön warm. Weiter geht's mit einem absoluten Klassiker und zwar mit einem Rundhals-Strickpullover, der wirklich in keinem Kleiderschrank fehlen darf. So ein Rundhals-Strickpullover kann man eleganter anziehen, zum Beispiel in der Unifarbe oder halt auch mit diversen Mustern, mehrfarbig, eher freizeitmäßig. Auf jeden Fall geht es ihm in etwas dicker als auch in etwas dünner, also vom Strick her. Und dieser Pullover sollte auf gar keinen Fall in einem gut sortierten Kleiderschrank in dem Winter fehlen. Weiter geht's mit dem modernen Klassiker und zwar mein absolutes Must-Have, der im Winter bei mir auf gar keinen Fall fehlen darf. Die Rede ist von dem schönen Rollkragenpullover. Der Rollkragenpullover hat seinen Ursprung übrigens aus dem Wintersport, denn da haben Schals so ein bisschen irgendwie gestört und deswegen hat man einfach den Rollkragen gemacht, ja, damit der Hals schön warm ist und der beim Sportmachen nicht stört. Ja, coole Story. Und man kann so einen Rollkragen einfach auch super geil kombinieren, entweder mit Anzügen oder auch mit Mänteln im Winter. Richtig schön, weil einfach der Hals immer schön geschützt ist. Weiter geht's mit dem Turtleneck. Der ein oder andere stellt sich jetzt wahrscheinlich die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Rollkragen und einem Turtleneck? Ganz einfach. Der Kragen beim Rollkragen, der rollt sich und beim Turtleneck ist es einfach nur ein verlängerter Kragen, was den Turtleneck auch am Ende des Tages einfach ein bisschen sportlicher macht, hält aber fast genauso gut warm wie so ein Rollkragen und der darf auch in keinem Kleiderschrank im Winter fehlen. Weiter geht's mit einem All-Season-Klassiker und zwar einem Hoodie mit Kapuze. Den kann man wirklich zu jeder Jahreszeit tragen, aber gerade auch im Winter, wenn es etwas kälter wird, kann man die Kapuze drüber machen, wenn man möchte. Wichtig ist nur, dass der Hoodie auch von innen so ein bisschen gefüttert sein soll. Da gibt es auch verschiedene Varianten, also schaut drauf, dass ihr auf jeden Fall einen schönen, warmen Hoodie für den Winter bekommt. Weiter geht's mit der traditionellen Strickjacke und zwar dem Cardigan. Man muss sagen, es ist kein richtiger Winterpulli, ja, es ist eine Strickjacke, die man knöpfen muss, aber die wollte ich jetzt hier nicht rauslassen, weil sie einfach super praktisch ist für den Winter. Unter so einem Cardigan kann man nämlich sämtliche Dinge anziehen, ob Rollkragen, T-Shirt oder was auch immer, auf jeden Fall immer schön der Temperatur entsprechend. Und wenn es einem zu kalt wird, zieht man den Cardigan drüber, macht ihn zu. Wenn es einem zu warm wird, zieht man ihn wieder aus und fertig. Ja, Leute, ich weiß, so ein Cardigan hat zwar so ein bisschen Grandpa-Vibes, aber Leute, mittlerweile hat auch jede Luxury-Brand Cardigan im Repertoire und auch viele Rapper tragen solche Teile. Also von daher, Leute, werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr so ein Teil trägt, definitiv cool rumlaufen. Weiter geht's mit einem Langarm-Polo und wie ihr euch denken könnt, ja, dieses Kleidungsstück kommt auch aus dem Sport und zwar vom Polosport und dem ganz normalen klassischen Poloshirt sind einfach ein paar lange Arme gewachsen für den Winter. Und durch den Kragen, den man halt auf- und zuknöpfen kann, hat man einfach wirklich hier ein super smart casual Kleidungsstück, was man halt ideal im Büro anziehen kann oder auch zu etwas schickeren Anlässen. Und hier nochmal alle Winterpullis als Inspiration im Überblick. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was euer persönlicher Favorite ist. So Leute, falls ihr jemanden kennt, der aktuell noch auf der Suche nach einem Winterpulli ist, teilt lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich freue mich sehr, wenn ich euch ein bisschen Inspiration liefern konnte mit dem heutigen Video. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Winterpulli-Shoppen. Hau rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.